Wohl für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für uns ist der Irak ein Schlüsselstaat in dieser Region. Und wir müssen alles tun, um diesen Staat zu stabilisieren. Wir müssen den Kampf gegen den IS fortsetzen. Das ist die wesentliche Begründung gewesen für dieses Mandat. Und der Kampf gegen den IS ist erfolgreich gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will durchaus konzedieren, dass manches, was an kritischen Punkten des Kollegen von Aken genannt worden ist, Kollegin Nuripur hat das unterstrichen, natürlich auch von uns gesehen werden muss. Nur die Personen, die Player, diejenigen, die staatliche Gewalt im Irak besitzen, an die können wir nicht westeuropäische Standards anlegen. Das muss man einfach konzidieren. Man muss eine Güterabwägung treffen in einer ganz konkreten Situation. Das ist eine politisch-ethisch schwierige Abwägung gewesen, als wir den Einsatz begonnen haben. Aber wenn man heute sagt oder heute den Maßstab, Herr Kollege von Aken, anlegt, wir hätten mit diesem Einsatz massive Menschenrechtsverletzungen unterstützt, da verkehren Sie die Sache aber ins Gegenteil. Wir haben einen kleinen, einen angemessenen, aber auch einen notwendigen Beitrag dafür geleistet, dass die massiven Menschenrechtsverletzungen durch den sogenannten Islamischen Staat gestoppt werden konnten. Und das war der wesentliche Grund für diesen Einsatz, und den muss man sicherlich auch weiterhin unterstreichen. Der Irak ist nach wie vor eine Staatlichkeit, die versucht, die positiven Kräfte, die wir unterstützen, mit einem inklusiven Ansatz dort den Staat aufrechtzuerhalten, indem Sunniten und Schiiten möglichst versuchen, Mehrheit Sunniten, Schiiten, Verzeihung, und Minderheit Sunniten miteinander auszukommen und übrigens auch die Kurden zu integrieren. Das ist Ihnen, Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, in Syrien so wahnsinnig wichtig. Und der Zwischenruf in einer Ausschusssitzung des Auswärtigen Ausschusses war ja sehr bezeichnend, als es nämlich um die Unterstützung der irakischen Kurden ging. Da kam der Zwischenruf, das sind die falschen Kurden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann sich nicht immer die richtigen Kurden in dieser Situation aussuchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig wäre, übrigens jetzt auch bei den Gesprächen in Astana, die Kurden in Syrien zu integrieren. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass es notwendig ist, die Kurden im Irak zu integrieren, auf sie einzuwirken. Und die Möglichkeit haben sie am Ende nur, wenn sie kooperieren, wenn sie den Kurden auch eine gewisse Unterstützung geben, aber wenn sie natürlich, darin stimmen wir wahrscheinlich sogar überein, natürlich diesen Kurden auch sagen, das ist kein Mittel zum Zweck, um sich selbstständig zu machen, um diesen Staat Irak zu zerstören. Wir werden mit kleinen Ministaaten, die an sich alle nicht wirtschaftlich und politisch lebensfähig werden, in dieser Region keine bessere Politik haben. Deswegen ist es unsere Politik, dafür zu sorgen, dass der Irak ein Staat bleibt, ein inklusiver Staat bleibt, auch mit einer kurdischen Vertretung in diesem Staat bleibt. Und so ist die Politik der Bundesregierung, zum Vorwurf des Kollegen Nuripur muss ich noch sagen, das wird immer wieder gesagt, in allen Gesprächen, die die Bundesregierung, auch Vertreter der Koalitionsfraktion, mit den Kurden führen, mit allen politischen Fraktionen, die es dort gibt, sie haben die aufgezeigt. Unsere Politik ist ganz klar, wir unterstützen die Kurden an dieser Stelle, aber wir erwarten, dass sie Teil des irakischen Staates bleiben, und wir leisten keinen Beitrag dazu, dass es dort Abspaltungstendenzen gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz klar unsere Position, auch die Position der Bundesregierung. Und in dieser konkreten Situation, wo wir jetzt vor der Frage stehen, wie geht es weiter, muss man sich natürlich die Frage beantworten, beendet man jetzt die Unterstützung oder setzt man sie fort? Natürlich gibt es manches zu kritisieren, was in Kurdistan nach wie vor politisch geschieht. Natürlich braucht der Präsident eine neue demokratische Legitimität. Das kann man überhaupt gar nicht bestreiten. Selbstverständlich ist das unser Ansatz. Aber es ist natürlich eine entscheidende Frage, dass Mosul, die Frau Bundesministerin hat ja darauf hingewiesen, wo der Islamische Staat von dem sogenannten Kalifen Baghdadi ausgerufen worden ist, natürlich nicht nur wegen der Hunderttausenden, vielleicht Millionen Menschen, die dort leben, eine hohe Bedeutung hat, sondern natürlich auch eine hohe symbolische Bedeutung für den sogenannten Islamischen Staat an sich hat. Und deswegen müssen wir jetzt
für die weitere Wegstrecke konsequent bleiben und weiter unsere auch militärische Unterstützung liefern. Das ist nur ein Segment unserer Politik zur Stabilisierung des Irak, aber ein unverzichtbares Element. Und deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass diese Ausbildungsmission fortgesetzt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und jetzt